Eine häufige Erkrankung des Kniegelenkes, die wir vor allem bei kleinen Zwergrassen, aber auch mittelgroßen Patienten sehen, ist die Kniescheibenluxation oder auch bekannt als Patellaluxation. Wir sehen dort eine Veränderung, die in aller Regel angeboren ist, und zwar ist es eine gewisse Achsenfehlstellung zwischen dem Oberschenkel und dem Unterschenkel. Die Kniescheibe liegt als ein Sesambein über dem Gelenk und ist beheimatet in der Kniescheibensehne, bei uns auch im eigenen Knie als größte Sehne bekannt. Sie dient dazu, dass beim Beugen und Strecken des Knies die Kniescheibensehne letztendlich vom Verschleiß geschützt wird. Bei diesen kleinen Hunderassen ist das sehr häufig so, dass wir eine gewisse Achsenrotation haben. Bei den kleinen Hunderassen finden wir vornehmlich die Luxation nach innen, bei den mittelgroßen eher nach außen. Was passiert bei dieser ganzen Geschichte? Es kommt durch die Drehung, Achsenfehlstellung, kommt es dazu, dass im Laufe des Wachstums der Druckimpuls, den die Kniescheibe auf den Rollkamm hier ausüben muss, mangelhaft ist, weil die Zugrichtung nicht gerade, sondern aus dem Lot kommt, und dadurch zieht es die Kniescheibe mit der Sehne aus dem Gelenk heraus. Als Folge davon bildet sich diese Rollrinne nur flach aus, was wiederum die weitere Luxation begünstigt. Des Weiteren kommt es zu einer Abflachung vor allem des inneren Bereichs dieses Rollkamms, was auch wieder ein nach innen Gleiten der Kniescheibe bedingt. Die Folge hiervon ist, dass die Kniescheibe aus über den Rollkamm hier drüber schrappt und der Knorpel sowohl von der Kniescheibe als auch vom Rollkamm im Laufe der Bewegungszeit, also im Laufe des Lebens, zunehmend mehr verschleißt und wir eine Arthrose als Folge haben. Klinisch gesehen ist die Kniescheibenluxation im Gegensatz zum Menschen nicht schmerzhaft. Wir sehen nur in Ausnahmefällen, wenn es zu Überbeanspruchungen oder zu einem begleitenden Kreuzbandriss kommt, sehen wir eine Schmerzhaftigkeit, die dann mit einer hochgradigen Lahmheit einhergeht. Aber auffallend ist, dass wir immer wieder ein sogenanntes Hüpfen sehen, seine intermittierende, also zeitweise auftretende Lahmheit haben. Und je nachdem, wie stark der Knorpelschaden vorangeschritten ist, auch eine Problematik des Knirschens, des Reibens, was dann sekundär zu einem Schmerz führt. Bei Patienten, die diese Symptomatik zeigen und die einen höheren Luxationsgrad haben, wir unterscheiden hier bei 4 Luxationsgrade, und meistens sind die Patienten, die Probleme haben, Grad 3, Grad 4 von der Luxation her. Das sind alles Patienten, die dann operativ korrigiert werden wollen. Schmerzhafte Patienten mit einer Luxation Grad 2 sind ebenfalls Kandidaten für eine Operation. Ziel dieser Operation ist es, die Achsenverhältnisse wiederherzustellen und die Kniescheibe in ihren normalen Bett, in ihren normalen Zuglauf wieder einzurichten. Dazu kommen verschiedene Operationsverfahren zum Einsatz. Zum einen wird hier der Ansatzpunkt des Kniescheibenbandes durchtrennt und nach außen verlagert, wenn ich eine Innenluxation habe, damit die Achse wieder im Geraden ist. Das zweite ist, wenn ich durch eine lang angehende Problematik eine sehr flache Rollrinne habe, dann wird diese Rollrinne durch eine Keilvertiefung ebenfalls tiefer gesetzt, sodass das Widerlager für die Kniescheibe wieder produktiver ist und sie deswegen auch nicht wieder rausspringt. Und wir werden jetzt hier den Rollkamm vertiefen und nachher noch den Ansatzpunkt des Kniescheibenbandes hier unten versetzen. Nachdem diese Patienten schon geraume Zeit mit diesem Gelenk so unterwegs sind, ist auch die Gelenkkapsel und die Gelenkfaszie sind in aller Regel ausgeleiert, und die werden dann durch Plastiken gestrafft und gerafft, sodass das Endergebnis dieser Operation ein wieder in sich stimmiges Gelenk mit normaler Zugrichtung ist, wo alle Verhältnisse wieder straff eingeordnet sind. Dieser Eingriff wird bei uns routinemäßig durchgeführt und hat zum Ziel, dass Ihr Liebling wieder nach der Erholungsphase, nach der Genesung, wieder unbeschwert springen, toben und mit anderen Hunden rumspielen kann.